Ah. Hey. Levi gegen Linotox sehen wir direkt als nächstes. Oh, das ist Doubles Layout. Und da sind wir wieder. Sehr schön. Genau. Nur, dass es nicht Chuchu ist natürlich, aber das klären wir gleich und dann kann es auch hier direkt weitergehen. Ja, ich bin gespannt, ne? Levi, ein Spieler, der natürlich auch dafür bekannt ist, Controller zu modden, so wie mein zum Beispiel. Ich habe jetzt Snapback drin. Einfach so. Hat nicht mal eine halbe Stunde gedauert. Ich habe jetzt Snapback. Aber er kann auch sehr nice Smash spielen. War auch bei NRW, beim NRW Cup dabei. Genau wie Linotox. Und ja, ich bin mal gespannt, was die beiden zu bieten haben, auch so gegeneinander. Im Moment ist es ziemlich even. Linotox auf jeden Fall auch ein Spieler, der echt gut deppen kann. Ich bin mal gespannt, aber also wenn Levi konstant die Kills bekommt, dann könnte das ja auch knapp werden. Und das ist ein konstanter Kill. Hey, guck mal hier, Bokushi fragt. Ist DNL auch noch beim NEZ dabei? Nein. NEZ mache ich jetzt gerade, also Cobra, mache ich jetzt hier gerade noch alleine, weil DNL einfach im Moment zu viel zu tun hat. Vollzeit arbeiten plus Studium ist halt auch hart. Da braucht man halt auch mal Wochenende zum Lernen oder so, deswegen ist DNL im Moment nicht dabei, aber wir schauen mal, was die Zukunft sagt. Also ich glaube, wenn DNL ein bisschen mehr Zeit wieder hat, fertig mit dem Studium ist, dann... schöne Bäcker und das ist sehr, sehr früher Stock hier gerade von Linotox. Sehr gut gemacht. Ja, ich habe eben den Satz ausgesprochen. Er dippt sehr gut und sehr schnell. Wow, schöne Reverse Up Air to Nair. Ja, genau, also vielleicht kommt DNL wieder zurück, wenn er fertig ist. Darauf wollte ich hinaus. Ja. Und es ist auch im Gespräch, ob Niceface da vielleicht sich auch von beteiligt an NEZ. Wir schauen, was die Zukunft bringt. Ich bin auf jeden Fall immer noch gehypt wegen NEZ. Ich habe eigentlich auch nicht so viel Zeit mehr. Jetzt auch Prüfungen bald. Also am 7. Hätte ich auch schon gerne einen freien Samstag gehabt, aber das ist ja nicht nur Arbeit für mich, sondern auch Berufung und macht mir Spaß. Auch schön hier von Levi gerade. Er könnte das durchaus noch gewinnen. Er braucht jetzt schon noch so ein oder zwei Kombos, um Damage zu machen und dann kann er durchaus einfach neutral spielen, ganz entspannt mit dem Side B, so wie er es eben gerade gemacht hat. Braucht halt nur ein bisschen mehr Damage. Ein bisschen mehr. Oh, da kommt es halt nicht so fair. Ich weiß nicht, ob das. Ist auf jeden Fall eine Frame Trap. Ich glaube nicht, dass es eine Combo ist. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ist halt nicht so fair. Ich glaube, da kann man raus erdutschen. Aber es ist halt schon riskant, wenn man das versucht. Yeah. Ja. Ja, Leute. Was ist los so? Irgendwas Interessantes zu bereden oder so? Irgendwas, was ich verpasst habe? Talk to me, please. Okay. Ich rede mit dir. Yeah. Ich bin nicht mehr alleine. Sehr schön. Ah ja, ich habe eben schon ein bisschen von draußen mit zurückgeguckt. Mhm. Ja, war schon also dafür, dass Linotox First Seed in seinen Pools, glaube ich zumindest. Ja, vielleicht auch Second Seed. Ich glaube Second Seed. Schon... spannend, also war schon Last Stop, ne? Die schöne Meta Crystal Musik aus dem ersten Smash noch. Früher immer, wenn ich das Lied anhatte, dann habe ich den Fernseher auf volle Lautstärke gedreht. Eigentlich gar nicht mal so geil, das Lied aber trotzdem. Ah, ich bin so ein totaler Pokémon Stadium-Fan von der Mucke her, ne? Pokémon Stadium hat aber auch einfach so viel gute Musik, das ist insane. Oh, schöner Spike! Voll die langsame Reaktion von mir, aber guck mal, Levi hier gerade in Führung. Ja. Wenn er jetzt vielleicht eine kleine Combo starten kann. Der PK Freeze ist fast schon immer automatisch da, ne? Wäre halt geil, wenn er trifft, aber gibt's da nicht auch noch irgendwas anderes? Ich meine, so eine Side B oder so? Weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, es kommen ein bisschen zu viele PK Freezes. Auch wenn es natürlich nice wäre, wenn es trifft.
Ja, aber auch für den Travel-Weg, den ja PK Freeze ja hat, ne, das ist, lädt einfach auch ein. Ja, ja. Es lädt auf jeden Fall dazu ein. Alleine wegen dem Reward. Ich denke mir nur, dass es schon auch andere Möglichkeiten gibt. Oh. Okay, jetzt schauen wir mal, ob Limitux eine Möglichkeit bekommt, auch ein bisschen Damage zu machen. Weil bei ihm geht das sehr, sehr schnell. Wir hatten das im Match eben gerade auch. Oh, wow. Das hat so früh gekillt einfach. Krass, dass der Clash da einfach schon reicht. Mhm. Ja, und so schnell geht's. Limitox wieder in Führung. Meine Frage ist, ist die Baseball-Keule eigentlich in der Lage, um Projectile zu reflekten? Ja. Also zählt da auch Mewtwo und Mewtwo D zu? Ja. Ja, auf jeden Fall. Also Lukas hat nicht nur einen Reflektor, sondern auch heilt sich auch mit Projektilen. Deswegen auf jeden Fall ein Charakter, der ganz gut gegen sowas ist. Oh. Ja, okay. Safe dran. Jetzt ein ganzer Stock fast lead. Aber Mewtwo fliegt halt auch schon mal schnell von der Stage. Da schauen wir mal, ob Levi da noch was machen kann, um zurückzukommen. Das erste Game sah sehr gut aus und im zweiten der Anfang auch. Nur Linotox, das Momentum ist halt insane. Schon wieder ein F-Smash. Wieder ein F-Smash und irgendwie abengelt aus irgendeinem Grund. Ja. Ja, das ist aber krass. Ich mag Mewtwo übrigens auch sehr, sehr gerne. Also, es ist ein geiler Glass Cannon Character.